Halt, stopp! Halt sofort an! So. Warte. Was? Hallo. Bring euch rein. Nein, auf gar keinen Fall. Doch. Nein. Keine Widerrede. Familiengefühl. Das ist es, was uns gefehlt hat. Das hat Mama und mich kaputt gemacht. Aber den Fehler mache ich nicht nochmal. Meine Kinder sollen in jeder Sekunde spüren, sie sind nicht allein. Ist was? Hallo? Hey, Kids. Ich bin der Marc, Emmas Papi. Und das hier, das ist der Tobias, Emmas Lieblingsbrüderchen. Mach's gut, Fürzelchen. Und iss brav dein Pausenbrot, ja? Ah, hab dich lieb. Emma, Tobias, das ist Andreas. Für euch, Herr Arnold. Unser Gast heute Abend. Und wer weiß, vielleicht ab jetzt viel häufiger. Das würde mich sehr freuen, Antonia. Na, kommt. Alter, sag jetzt doch nichts für Mama. Was gibt's denn da zu tuscheln? Ich... Ihr Vater hat Ihnen immer viel zu viel durchgehen lassen. Stimmt doch gar nicht. Widersprich nicht. Siehst du? Aber das wird jetzt alles anders. Als Mutter ist man oft so hilflos. Kinder brauchen Grenzen. Findest du? Lass ihn ausreden! Ich sehe, du bist auf dem richtigen Weg. Und oh. Blink, blink! Bobby! Blink. Hey, lass dich mal drücken! Ja, Glückwunsch, mein Großer. Ist ja schön, dass alle deine Freunde da sind. Ich kenne die alle gar nicht. Hm? So, liebe Kinder, ich bin heute die gute Fee und ihr habt drei Wünsche frei. Ich wünsche mir normale Eltern. Hau, seid gegrüßt, Bleichgesichter. Das hat wohl nicht geklappt. Was machst du hier? Verkleiden war meine Idee. Geh weg. Du bist eine sehr böse, gute Fee. Alles Gute, der mit dem Hamster spricht. Gott. Was ist das? Ein heißer Stein, stufenlos einstellbar und leicht zu reinigen. Ich hoffe, du hast noch keinen. So, und jetzt machen wir was ganz Tolles. Sackhüpfen! Wer ist dabei? Mir nach! Hattet ihr Sex? Hä? Du und der alte Mann? Geht dich gar nichts an. Ja oder nein? Ist doch eine ganz leichte Frage. Kümmere dich um deinen eigenen Sex. Yes! In your face! Und jetzt hau ab! Das ist mein Geburtstag! Wir verstehen uns super gut. Sind vertraut, zärtlich. Keiner belügt oder betrügt den anderen. Es ist nur nicht mehr... Wie früher. Ja. Wir streiten ja nicht mal mehr. Ja. Wenn man euch so hört, da hat man ja fast selber Lust, sich zu trennen. Ich soll die Leitung übernehmen. Auf Malta? Wir waren uns doch einig. Ich gehe nach Haiti, die Trennung im Guten. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich verzichte doch nicht auf die Chance meines Lebens, damit du rumvögeln kannst. Dann lassen wir die Kinder entscheiden. Aber wir müssen das ganz verantwortungsvoll angehen. Und wir versuchen nicht, sie irgendwie zu beeinflussen. Sie sollen völlig frei entscheiden. Deal. Hey Kids, ich bin der Marc, Emmas Papi. Und das hier, das ist der Tobias, Emmas Lieblingsbrüderchen. Kinder brauchen Grenzen. Findest du? Lass ihn ausreden! Ich sehe, du bist auf dem richtigen Weg. Willkommen zu Hause! Hallo! Willkommen im Zauberschloss! Ich wünsche mir normale Eltern. How? Das hat wohl nicht geklappt. Doch wir sind so! Von mir. Ich finde, da kommen Emmas Brüste richtig toll zur Geltung. Vor einem Jahr war Emma noch flach wie Holland. Mama? Wir sind so.